Ah, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Juni und heute werde ich Ihnen ein Thema präsentieren, das sicherlich viele von euch betrifft. Mit 18 bei den Eltern wohnen. Meine Präsentation besteht aus verschiedenen Teilen, in denen ich sowohl meine persönlichen Erfahrungen teilen werde, als auch die Situation in Vietnam erläutern werde. Des Weiteren werde ich die Vor- und Nachteile dieses Themas beleuchten und meine eigene Meinung dazu äußern. Abschließend werde ich eine Zusammenfassung geben sowie Ratschläge und Empfehlungen geben. Beginnen wir mit meiner persönlichen Erfahrung zu diesem Thema. Als ich 18 wurde, entschied ich mich, bei meinen Eltern zu bleiben. Ich hatte das Gefühl, dass es für mich wichtig war, weiterhin ihre Unterstützung und Geborgenheit zu haben, während ich mich auf mein Studium und meinen Start ins Erwachsenenleben konzentrierte. Diese Entscheidung ermöglichte mir eine solide finanzielle Basis und ich konnte mich besser auf meine Ziele konzentrieren. Nun zur aktuellen Situation in Vietnam. Viele junge Erwachsene entscheiden sich dafür, bei ihren Eltern zu wohnen, auch nachdem sie 18 Jahre alt geworden sind. Dies hat verschiedene Gründe, wie zum Beispiel die traditionellen familiären Bindungen, die enge Zusammenarbeit innerhalb der vietnamesischen Kultur und die gemeinsame finanzielle Verantwortung. In vielen Fällen bietet das Wohnen bei den Eltern auch eine finanzielle Entlastung, da die Lebenshaltungskosten geteilt werden können. Es gibt viele Vorteile, die mit dem Wohnen bei den Eltern verbunden sind. Zum einen bietet es eine sichere Umgebung und Unterstützung für junge Erwachsene bei der Bewältigung von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Außerdem führt es zu einer engen Beziehung zu den Eltern, die den Austausch von Erfahrungen und Werten fördert. Darüber hinaus ermöglicht das Wohnen bei den Eltern auch eine finanzielle Entlastung, da Miete und Lebenshaltungskosten geteilt werden können. Natürlich gibt es auch einige Nachteile, die mit dem Wohnen bei den Eltern einhergehen können. Manche junge Menschen könnten das Gefühl haben, dass sie dadurch in ihrer persönlichen Entfaltung eingeschränkt sind oder dass sie zu sehr von den Eltern abhängig sind. Außerdem könnte es Konflikte geben, wenn unterschiedliche Ansichten oder Lebensweisen aufeinandertreffen. Abschließend möchte ich betonen, dass die Entscheidung, mit 18 bei den Eltern zu bleiben, eine individuelle ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Es gibt kein richtig oder falsch. Meiner Meinung nach kann das Wohnen bei den Eltern einige Vorteile bieten, wie finanzielle Unterstützung und ein starkes familiäres Netzwerk. Es ist jedoch auch wichtig, dass junge Erwachsene ihre eigenen Wege finden und ihre eigenen Entscheidungen treffen können, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Zusammenfassend ist es an jedem Einzelnen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen, die zu seinen individuellen Bedürfnissen und Zielen passt. Meine Empfehlung wäre, offen mit den Eltern zu kommunizieren, die eigenen Ziele und Wünsche zu reflektieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Was denken Sie über diese Thematik? Haben Sie Erfahrungen oder Fragen dazu? Ich freue mich auf Ihre Meinungen und stehe Ihnen gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. B. Dein Vortrag über das Thema mit 18 bei den Eltern wohnen war wirklich interessant. Ich habe eine Frage dazu. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile, mit 18 noch bei seinen Eltern zu wohnen? A. Vielen Dank für dein positives Feedback. Meiner Meinung nach gibt es mehrere Vorteile, mit 18 noch bei seinen Eltern zu wohnen. Erstens kann man Kosten sparen und finanziell besser aufgestellt sein. Zweitens hat man die Unterstützung der Familie und kann sich auf das Lernen oder den Berufseinstieg konzentrieren, ohne sich um Miete und Haushalt kümmern zu müssen. Ah, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Juni und heute werde ich Ihnen ein Thema präsentieren, das sicherlich viele von euch betrifft, mit 18 bei den Eltern wohnen. Meine Präsentation besteht aus verschiedenen Teilen, in denen ich sowohl meine persönlichen Erfahrungen teilen werde, als auch die Situation in Vietnam erläutern werde. Des Weiteren werde ich die Vor- und Nachteile dieses Themas beleuchten und meine eigene Meinung dazu äußern. Abschließend werde ich eine Zusammenfassung geben sowie Ratschläge und Empfehlungen geben. Beginnen wir mit meiner persönlichen Erfahrung zu diesem Thema. Als ich 18 wurde, entschied ich mich, bei meinen Eltern zu bleiben. Ich hatte das Gefühl, dass es für mich wichtig war, weiterhin ihre Unterstützung und Geborgenheit zu haben, während ich mich auf mein Studium und meinen Start ins Erwachsenenleben konzentrierte. Diese Entscheidung ermöglichte mir eine solide finanzielle Basis und ich konnte mich besser auf meine Ziele konzentrieren. Nun zur aktuellen Situation in Vietnam. Viele junge Erwachsene entscheiden sich dafür, bei ihren Eltern zu wohnen, auch nachdem sie 18 Jahre alt geworden sind. Dies hat verschiedene Gründe, wie zum Beispiel die traditionellen familiären Bindungen, die enge Zusammenarbeit innerhalb der vietnamesischen Kultur und die gemeinsame finanzielle Verantwortung. In vielen Fällen bietet das Wohnen bei den Eltern auch eine finanzielle Entlastung, da die Lebenshaltungskosten geteilt werden können. Es gibt viele Vorteile,
die mit dem Wohnen bei den Eltern verbunden sind. Zum einen bietet es eine sichere Umgebung und Unterstützung für junge Erwachsene bei der Bewältigung von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Außerdem führt es zu einer engen Beziehung zu den Eltern, die den Austausch von Erfahrungen und Werten fördert. Darüber hinaus ermöglicht das Wohnen bei den Eltern auch eine finanzielle Entlastung, da Mieter- und Lebenshaltungskosten geteilt werden können. Natürlich gibt es auch einige Nachteile, die mit dem Wohnen bei den Eltern einhergehen können. Manche junge Menschen könnten das Gefühl haben, dass sie dadurch in ihrer persönlichen Entfaltung eingeschränkt sind oder dass sie zu sehr von den Eltern abhängig sind. Außerdem könnte es Konflikte geben, wenn unterschiedliche Ansichten oder Lebensweisen aufeinandertreffen. Abschließend möchte ich betonen, dass die Entscheidung, mit 18 bei den Eltern zu bleiben, eine individuelle ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Es gibt kein richtig oder falsch. Meiner Meinung nach kann das Wohnen bei den Eltern einige Vorteile bieten, wie finanzielle Unterstützung und ein starkes familiäres Netzwerk. Es ist jedoch auch wichtig, dass junge Erwachsene ihre eigenen Wege finden und ihre eigenen Entscheidungen treffen können, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Zusammenfassend ist es an jedem Einzelnen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen, die zu seinen individuellen Bedürfnissen und Zielen passt. Meine Empfehlung wäre, offen mit den Eltern zu kommunizieren, die eigenen Ziele und Wünsche zu reflektieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Was denken Sie über diese Thematik? Haben Sie Erfahrungen oder Fragen dazu? Ich freue mich auf Ihre Meinungen und stehe Ihnen gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. B. Dein Vortrag über das Thema mit 18 bei den Eltern wohnen war wirklich interessant. Ich habe eine Frage dazu. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile, mit 18 noch bei seinen Eltern zu wohnen? A. Vielen Dank für dein positives Feedback. Meiner Meinung nach gibt es mehrere Vorteile, mit 18 noch bei seinen Eltern zu wohnen. Erstens kann man Kosten sparen und finanziell besser aufgestellt sein. Zweitens hat man die Unterstützung der Familie und kann sich auf das Lernen oder den Berufseinstieg konzentrieren, ohne sich um Mieter und Haushalt kümmern zu müssen.